Herzlich willkommen auf dem Build Your Life Channel. Mein Name ist Niklas Spielmeier und heute erwartet dich ein absolutes Hammer-Video zum Thema Verkaufen auf Amazon. Ja? Das, was du heute in diesem Video lernen wirst, ja, das wird später einen großen Großteil dazu beitragen, wie viel Gewinn du machst, wie viel Erfolg du auf Amazon hast oder wenn du schon verkaufst, auch für alle Leute, die schon verkaufen, egal auf welcher Umsatzlevel du bist, dir dabei helfen wird, diese Umsätze und vor allen Dingen auch deine Gewinne extrem krass zu steigern. Ja, das, was ich dir in diesem Video zeigen werde und erklären werde, das wirst du in den meisten Kursen für 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die es in Deutschland zu kaufen gibt, nicht bekommen, dieses Wissen. Ja, deswegen musst du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, es wird sich absolut für dich lohnen. Und zwar, worüber werden wir heute sprechen? Über A-B-Testing. Ja? Über A-B-Tests. Und diese Strategie hat mir dazu geholfen, mein Amazon-Business aufs nächste Level zu bringen, meine Produkte, die nicht gelaufen haben, zum Laufen zu bringen, wirklich da weit oben einzusteigen, die Ränge zu verbessern. Wenn du zum Beispiel auch schon ein Produkt hast, was gut läuft und du bist auf Rang 5, wie du schaffst, auf Rang 3, 2 oder 1 zu kommen, wie du deine Umsätze von 6.000 auf 10.000 bringst oder wie du dein Produkt einfach von vornherein nach dem Launch besser optimierst. Und das kriegen wir hin mit A-B-Testing. Ja, was bedeutet das? Ja, jetzt wird's richtig interessant. Und zwar, jeder Seller erstellt am Anfang ein Listing. Sagen wir einfach mal, das Listing ist jetzt hier. Wir haben das hier einfach mal so eingezeichnet und zu dem Listing gehören die Bilder, es gehören die Texte, die Beschreibung, Titel und so weiter und so fort. Ja, ganz, ganz viel drin. Und das Listing ist der Ort, an dem der Kunde sich entscheidet, ob er kauft oder nicht. Du kannst auf Amazon nur über ein einziges Feld ein Produkt kaufen, ohne dass du auf das Listing kommst. Und das ist das Frequently Bought Together Feld. Ja, wenn du auf einem anderen Produkt schaust, das oft miteinander verkauft ist. Da kannst du es rein direkt mit in den Einkaufswagen packen. Das wird aber einen kleinen Prozentanteil deiner insgesamten Verkäufe ausmachen. Das heißt, wahrscheinlich bei 95% deiner Verkäufe ist der Kunde auf deinem Listing und entscheidet sich entweder, ob er kauft oder ob er aufs nächste Listing klickt, auf ein anderes Produkt klickt, was ihm unten angezeigt wird. Und die Wichtigkeit des Listings, ja, die ist vielen Leuten bewusst, aber nicht zu 100% bewusst. Ja, denn egal, was du hier am Anfang reinpackst, ist eine, das sind von dir Annahmen, was gut funktioniert, was der Kunde gerne mag. Ja, du weißt es nicht, du kannst nie zu 100% sagen, jo, das, was ich hier reingeschrieben habe, das ist das Beste. Ich habe die besten Produktbilder, ich habe die besten Titel. Wenn du so denkst, dann denkst du, das ist dumm. Ja, du kannst viel, viel mehr aus deinem Listing herausholen. Und so habe ich am Anfang auch angefangen. Ich habe mein Listing gemacht, dachte, es wäre komplett perfekt und habe dann einfach angefangen zu verkaufen und habe gehofft, ja, dass es gut läuft, dass alles funktioniert. Das ist auch in den meisten Fällen aufgegangen. Aber ich bin weit hinter meinem Potenzial zurückgeblieben. Und was du jetzt machen kannst und wie A-B-Testing dir dabei hilft, das hier zu optimieren, das ist der absolute Wahnsinn. Denn die wirkliche Listing-Optimierung, ja, und das ist jetzt ganz wichtig, die kann erst stattfinden, nachdem du angefangen hast zu verkaufen. Listing-Optimierung kann erst dann stattfinden, wenn du angefangen hast zu verkaufen. Und zwar, wie machst du das jetzt? Du hast hier ganz viele Attribute in deinem Listing. Ja, ganz viele Sachen. Indem du hergehst, zum Beispiel dir das Produktbild rausnimmst, das Hauptbild zum Beispiel, oder natürlich kann es auch ein Bild mittendrin sein, oder es kann auch die Beschreibung sein, was auch immer, und eine dieser Sachen und das testest, indem du zwei Versionen davon erstellst. Ja, du erstellst Version A und du erstellst Version B. Ja, wir haben Version A und wir haben Version B. Und dann schaust du, welche dieser beiden Versionen performt besser. Je nachdem, was du haben willst. Wir gehen da gleich auch noch genauer drauf ein, welche Sachen du genau testen kannst, wie du das Ganze testen kannst. Du bekommst einen absoluten Tipp von mir, ein Hammer-Tool, was du wahrscheinlich noch nicht kennst, noch nie von gehört hast, was aber wirklich unglaublich gut performt. Und da kannst du Stück für Stück hingehen und immer schauen, einfach was besser funktioniert. Und jetzt sagen wir einfach mal, du hast herausgefunden, okay, Version B funktioniert besser. Ja, dann gehst du jetzt wieder hin, du hast hier schon dein Listing auf das jeweilige dann angepasst und gehst jetzt bei B hin und nimmst das nächste und testest hier wieder AB. Ja, du machst wieder zum Beispiel, wenn du jetzt die Beschreibung hattest, gehst du jetzt in die Bullet Points. Ja, da siehst du, okay, A funktioniert besser. Dann optimierst du deine Listung auf A und machst hier wieder A, B und gehst wieder in zwei verschiedene Richtungen. Ja, optimierst jetzt zum Beispiel den Titel oder optimierst das Hauptbild. Und so gehst du immer weiter. Und umso weiter du hier hinläufst, desto besser und desto optimierter ist dein Listing. Ja? Und das ist wirklich das, wo Listing-Optimierung stattfindet. Dein Listing am Anfang, das kann gut sein. Und es ist sicherlich deutlich besser, wenn du mit einem guten Listing einfängst, weil du dann noch mehr Daten hast, an denen du optimieren kannst das Ganze. Aber es geht halt immer und immer und immer weiter. Ja, bis du wirklich an dem Punkt bist, dass du on top bist, ja, das Potenzial deines Produktes ausschöpfst, je nachdem, was das bei deinem Produkt ist, sind es 5.000, 10.000, 20.000. Und das ist eben auch das, was wir zum Beispiel bei mir im Programm machen, solche Dinge.
wie du eben dein Listing wirklich optimierst, wie du dahin kommst, dass du on top bist, ja, dass du das Potenzial deines Produktes wirklich ausschöpfst und nicht so wie die meisten Leute reingehst, irgendwelche Tools benutzt, siehst, hey, ich 8.000 Euro ist mein Ziel und dann am Ende bleibst du bei 1.000 Euro hängen. Ja? Das ist ein ganz, ganz großer Punkt und eine der besten Möglichkeiten, auf Amazon langfristig erfolgreich zu sein, weil fast keiner macht das. So, und jetzt schauen wir uns auch mal an, was genau kannst du denn überhaupt optimieren? Ja? Was genau ist wichtig? Wonach solltest du A-B-Tests machen? So, und da schauen wir uns jetzt eben an, was du genau optimieren kannst und vor allen Dingen auch, worauf du optimieren kannst. Ja, welche Werte da für dich entscheidend sind und wie du überhaupt das Beste herausfindest. Okay, fangen wir also erst einmal an und schauen uns an, okay, was können wir jetzt optimieren? Ja, das Erste, was mir mal einfällt, ist das Hauptbild. Ja, das Hauptbild, also das Bild sozusagen, was bei dir angezeigt wird, wenn jemand dein Produkt sucht in den Suchergebnissen, das Hauptbild, dieses kleine Bild. Dann natürlich die weiteren Bilder, ja, also alle anderen Bilder, das sind die wichtigsten Sachen, die man optimieren kann. Dann kannst du natürlich hingehen und kannst deine Texte optimieren, ja, das heißt Bullet Points, Beschreibung und den Titel. Du kannst aber auch A-B-Tests durchführen zum Preis. Ja, der Preis ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Sachen, die man testen sollte, um einfach erstmal rauszubekommen, hey, wo verkauft sich mein Produkt am besten? Und dann natürlich eben auch, wo mache ich am meisten Gewinn? Und jetzt müssen wir uns natürlich aber fragen, worauf optimieren wir das? Ja, worauf optimieren wir unser Hauptbild, Bilder etc.? Was wollen wir damit erreichen? Eine Sache, die erstmal natürlich mit dir jeder Kauf im Grunde genommen anfängt, ist, dass dein Produkt sichtbar ist, ja, und dass jemand auf dein Produkt draufklickt. Das heißt, wir versuchen, unsere Click-Through-Rate zu erhöhen, ja, dass sozusagen mehr Leute auf unser Produkt draufklicken, wenn sie es angezeigt bekommen. Und was ist dazu extrem wichtig? Ja, dazu ist extrem wichtig natürlich das Bild, was angezeigt wird. Das heißt, wenn wir das verändern, das hat einen direkten Einfluss von heute auf morgen auf unsere Click-Through-Rate und natürlich auch der Preis. Der Kunde sieht ja schließlich, hey, das Produkt kostet 10 Euro, das Produkt kostet 20 Euro und das hat natürlich einen Einfluss darauf, ob er draufklickt oder nicht. Das heißt, diese beiden Punkte haben einen extrem krassen Faktor darauf, wie viele Kunden letztendlich auf dein Produkt landen. Ja? Und dementsprechend solltest du es natürlich darauf auch optimieren. Dann haben wir den zweiten sehr, sehr wichtigen, den zweiten sehr, sehr wichtigen Punkt und das ist die Conversion Rate, ja? CR-Rate. Und die Conversion ist letztendlich, wie viele Leute von denjenigen, die auf dein Listing draufgeklickt haben, dann auch tatsächlich kaufen. Und auf diesen Wert hat vor allen Dingen eine Sache einen großen Einfluss und zwar sind das die Bilder. Ja? Die Bilder haben den größten Input auf deine Conversion Rate. Die meisten Leute wissen das nicht, aber wenn du dich mal selbst beobachtest beim Kauf auf Amazon, wie oft liest du dir die Texte durch, wie oft liest du die Bullet Points etc. durch? Relativ wenig. Die meisten Leute schauen sich wirklich nur die Bilder an und dementsprechend ist das auch das Wichtigste für deine Conversion Rate. Ja? Die Produktbilder sind auf Amazon der wichtigste Faktor. Bewertungen etc. sind natürlich auch wichtig, aber da können wir keine AB-Tests machen. Ja? Das ist eine andere Sache, die müssen wir natürlich auch pushen. Das können wir allerdings, wir können nicht sagen, okay, testen wir jetzt einfach mal mit 105-Sterne-Bewertungen, wenn wir die nicht haben. Ja? Aber eine weitere Sache, die natürlich auch, wie gesagt, in die Conversion Rate mit reinspielt, sind die Texte. Bei den Texten, die Bilder aber, wie gesagt, deutlich mehr. Das heißt, wenn du anfängst mit AB-Tests, immer erst die Bilder machen, aber die einen größeren Effekt haben. Und eine Sache, jetzt sehe ich, es wird ein bisschen undurchsichtig, aber natürlich hat auch der Preis letztendlich eine Rolle darauf, ob der Kunde kauft oder nicht. Ja, und eine Sache, die du auf keinen Fall vergessen solltest beim Optimieren, und zwar auch bei AB-Tests, das hat aber nicht direkt was mit dem Listing zu tun, das sind die PPC-Anzeigen. Ja, das ist PPC, einmal hier, das heißt deine Marketing-Anzeigen, das sowohl auf Amazon als auch, sagen wir mal, du machst auf Facebook-Werbung oder du machst mit Influencern etc., auch da solltest du das Ganze ausprobieren. Und Keywords, ja, vor allen Dingen Keywords, dann, das kann auch wieder im Titel drin sein, aber Keywords zum Beispiel im Titel etc., in den Backend-Keywords, dass du da auch auf unterschiedliche Keywords deinen Fokus ausrichtest. Sagen wir das mit den Keywords, würde ich eher immer nach hinten verschieben, wenn du schon gut Sales machst, dann hast du da mehr Daten, an denen du analysieren kannst. Aber auch bei PPC einfach mal AB-Tests machen, ja? Mach mal deine Anzeige, duplizier das Ganze mal und probier es einfach mit anderen Geboten. Probier es mit einer anderen Gebotsstrategie, ja? Veränder mal was in den Placements. Vielleicht bietest du einfach mal auf die Top of the Page das Doppelte. Ja, und worauf kannst du bei PPC im Grunde genommen optimieren? Auch hier haben wir die Möglichkeit zu optimieren auf CTR, ja, auf Clicks-Rate, beziehungsweise natürlich auch auf insgesamte Klicks. Das ist da immer mit impliziert, ja, Klicks auch hier. Klicks ist natürlich, die Clicks-Rate ist die prozentuale Rate, die kannst du erhöhen und das wird natürlich dann automatisch auch zu mehr Klicks. Ja, das ist, denke ich, klar.
dann kannst du hier natürlich auch optimieren auf deinen ACOS, ja, also deine Ausgaben pro Verkauf. Ganz, ganz wichtig. Da kannst du entweder nach unten pushen, kannst aber auch natürlich auch nach oben pushen und damit eben dann, dadurch, dass du vielleicht ein bisschen mehr ausgibst, aber mehr Klicks bekommst und eben insgesamt mehr Umsatz machst und dadurch schneller in den Ranking steigst. Ja, also das sind so die beiden Hauptdinge, auf die ich bei PPC achte. In erster Linie natürlich aber auch hier auf Umsatz. Ja, aber Umsatz hängt in der Regel direkt zusammen mit CTR und dann natürlich der damit konsolidierenden Conversion Rate, die wir hier im Listing festlegen. Weil PPC hat natürlich auch vom Targeting her einen Einfluss darauf, wie viele Leute letztendlich kaufen. Aber das Listing spielt die größere Rolle. Wir wollen es jetzt in diesem Video ja auch nicht zu kompliziert machen. Okay? Aber das war so ein kleiner Einblick, was eben auch zum Beispiel in Amazon steht. Ja, es ist nicht immer nur Alibaba, Amazon, ein paar schöne Bilder und das ist es. Ja, es steckt schon mehr dahinter. So, auf den Punkt Keywörter werden wir jetzt nicht eingehen. Dafür möchte ich jetzt aber noch darauf eingehen, wie du da so eine Strategie verfolgen kannst. Ja, oder welche Strategie ich da nehme. Zuallererst, ich blende dir einmal kurz auf ein, wie dieses Interface aussieht, möchte ich dir dann ein Programm empfehlen, das super cool ist. Und zwar ist das Splitly, ich glaube Splitly.com, kannst du das Ganze testen. Das gehört, glaube ich, zur Jungle Scout Familie, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich, ziemlich cooles Tool, wo du genau das machen kannst. Du kannst eben hingehen und Hauptbilder etc. das einfach splitten, kannst es da mega easy hochladen und kannst dann auch direkt da die Daten einsehen, wie ist denn jetzt meine Clicks Rate gewesen, wie ist meine Conversion Rate gewesen etc. zu den einzelnen Fällen. Ja, du kannst es auch manuell machen. Du hast natürlich manuell ein bisschen weniger Einblick in die Daten. Ja, es ist immer ein bisschen schwer, meiner Meinung nach zumindest zu sehen, okay, wie sieht jetzt die Conversion hier aus, wie sieht die Clicks Rate hier aus, weil es ja auch mehrere Datenpunkte gibt, die du beachten musst, also Umsätze etc., das, was wir eben gerade aufgeschrieben haben. Und dementsprechend würde ich dir empfehlen, das Tool ist nicht ganz billig. Ich glaube, das kostet, also wenn du jetzt zwei Produkte hast, glaube ich, kostet es 45, damit geht das los. Und es geht, glaube ich, bis 150 oder 200. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele du hast. Also es ist nicht super günstig, aber es lohnt sich natürlich. Wie gesagt, diese Split-Tests, die können deinen Umsatz um mindestens 50% steigern, wenn du das vernünftig umsetzt. Weil alleine zum Beispiel eine Click-Through-Rate um 1% zu steigern, das hast du bei, wenn du, kannst du mal bei deinen PPC-Anzeigen schauen, wenn du 10.000, 20.000 Impressionen am Tag hast, kannst du mal überlegen, was das für eine Ausmaße hat, wie viele mehr Leute auf dein Listing draufkommen. Ja, und das ist das Coole hier. Und das ist auch das, ja, solltet ihr unbedingt mal auf den Link unten klicken, zur Facebook-Seite, nicht die Gruppe, sondern zur Facebook-Seite FBA Unstoppable. Da wird in Zukunft richtig viel solcher Kram eben auch kommen und das wirklich die Punkte, die auf Amazon 2020 und in Zukunft auch interessant werden und sicherlich auch jetzt schon extrem gut funktionieren und wirklich, 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 wirklich Unterschiede machen können auf deine Resultate, auf deine Gewinne. Und zwar möchte ich da jetzt kurz in die Strategie reintauchen. Ja, das allererste, damit du weißt, wie du da richtig vorgehen kannst. Ja, du stehst jetzt davor, du hast jetzt viel gehört, hier optimieren, da optimieren, A, B, Tests, hin und her, Bilder, aber wie fängst du jetzt an? Ja, denn eine Sache ist ganz wichtig, du solltest nicht anfangen, mehrere Sachen gleichzeitig zu testen, weil du dann nie ganz sicher sein kannst, was hat jetzt dazu geführt. Das erste, was ich immer mache, wenn ich jetzt ein Produkt launche, ja, dann ist das erste, was ich im Grunde noch machen möchte, ist, ich möchte erste Umsätze machen. Ich möchte möglichst viele Leute auf mein Produkt drauf holen. Das heißt, ich möchte meine CTR, meine Clicks Rate erhöhen und meine Sichtbarkeit, das heißt meine Klicks. Und dafür mache ich immer als allererstes, teste ich mein Hauptbild. Ja? Das heißt, du kannst zwei Hauptbilder machen, du kannst natürlich auch mehr machen, ich mache es immer mit zwei. Zwei Hauptbilder, lass die jeweils eine Woche oder vielleicht zwei Wochen laufen. Auch mal unterschiedlich und natürlich auch mit dem gleichen Budget für PPC etc. Ja? Also wenn du einmal irgendwie 50 Euro hast, am nächsten Tag hast du 10 Euro, dann wirst du natürlich Unterschiede. Deswegen Umfeld möglichst gleich halten und nur eine Sache verändern. Und dann hast du das richtige Hauptbild. So, dann hast du schon mal bei der Clicks Rate auf jeden Fall einen Vorteil. Dann gehe ich rein als zweites, nochmal eine andere Farbe jetzt, als zweites und teste den Preis. Ja? Ich teste den Preis und zwar, das kommt natürlich auf dein Produkt an ein bisschen, teste ich den Preis tatsächlich immer in drei Stufen. Und zwar, ich nehme sozusagen einen Preis, der über meinem Zielwert liegt, über, genau drauf, also ich sag mal Mitte und einen geringeren Preis. Ja? Und schau einfach mal, okay, wie viel Verkäufe etc. Mache ich da so. Ja? Wie verändert sich das Ganze? Wie verschiebt sich das Ganze? Und bei diesem Preis, auf was optimiere ich dabei? Und das ist ganz, ganz wichtig, das ist jetzt zum Launch.
ja, wenn du schon verkaufst etc., da komme ich gleich zu, was du dann machst, aber das ist erstmal für Umsätze. Hier geht es mir um Umsätze und Sales. Ja, weil das letztendlich dazu führt, dass ich besser gerankt werde bei Amazon. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Es geht hierbei nicht um den Gewinn, wenn ich diese drei Sachen ausprobiere. Denn das ist das mega coole bei Splitly auch. Du hast die Möglichkeit, einen Profit Peak zu machen. Ja? Ich schaue es mal auf. Ein Profit Peak. Sobald das Ganze läuft, lässt du einen Profit Peak laufen. Und was ist dieser Profit Peak? Der findet den Preis heraus, zu dem du den größten Gewinn machst. Nicht den größten Umsatz höchstwahrscheinlich, vielleicht auch nicht die höchste Marge. Die höchste Marge hast du höchstwahrscheinlich, wenn du ein Produkt für sehr, sehr viel verkaufst. Den höchsten Umsatz hast du wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und die meisten Sales machst du beim geringsten Preis. Ja? Ist, denke ich, relativ klar. Aber du kannst, es ist mal extrem schwer festzustellen, okay, wo mache ich jetzt tatsächlich den richtigen Gewinn? Und bei Splitly kannst du halt ganz einfach eingeben, okay, so viel kostet mich das Produkt und so weiter und so fort. Die können auch die ganzen Kosten auch am Amazon bei dir rausziehen. Das heißt, sie wissen genau, was abgeht und können dementsprechend ermitteln und durch diese Split-Testings, durch 20, 30, 40 verschiedene Preise, die ausprobieren können, über ein, zwei, drei Wochen, ermitteln, zu welchem Preis du durchschnittlich nicht den höchsten Umsatz, sondern eben den höchsten Gewinn machst. Ja? Das heißt, dieser Profit Peak, das ist meiner Meinung nach eine der geilsten Funktionen, da optimierst du halt nach Gewinn. Alleine das ist schon dieses Programm wert. Ich werde von denen auch nicht bezahlt oder so, ja. Also ich bekomme das immer sehr, sehr oft zu hören, aber das ist einfach ein geiles Tool. So. Ja, und das ist so die Strategie, die ich verfolge. Okay, das sind so die drei wirklich wichtigen Sachen, die ich machen würde an deiner Stelle. Das Hauptbild, den Preis und den Profit. Und jetzt kannst du natürlich hingehen, wenn du mehr Zeit hast sozusagen, weil du kannst, wie gesagt, immer nur eine Sache gleichzeitig laufen lassen und reingehen und wirklich in die Tiefe gehen. Ja, dass du bei den Bildern anfängst, Sachen zu optimieren. Dass du vielleicht auch einfach mal die Reihenfolge deiner Produktbilder unterscheidest. Ja, dass du da mal einfach sozusagen, dass der Kunde ein anderes Erlebnis hat. Dass du Titel etc. ausprobierst, dass du Keywords ausprobierst, schaust, wie sich das auf dein Ranking, auf die Relevanz etc. auswirkst. Und einfach Stück für Stück wirklich da immer schaust. Das ist das Coole an AB-Tests. Du hast eigentlich immer ein Ergebnis. Ja, du weißt am Ende, was hat besser performt, was hat nicht so gut performt und es ist mega easy. Und das wird wirklich dazu führen, dass du das Potenzial von deinem Produkt oder all deinen Produkten viel, viel, viel besser ausschöpfen kannst. Ja, dass du wirklich dahin kommst, wo du hin möchtest, wo du hin wolltest, als du gestartet hast mit deinem Produkt. Und ich wünsche dir mega viel Erfolg und mega viel Spaß beim Umsetzen dieser Strategien. Du wirst überrascht sein, wie unglaublich gut das Ganze funktioniert. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Build Your Life Channel oder Facebook FBA Unstoppable. Bis dahin, macht's gut. Ciao.